Beschützer. Ich fange jetzt einfach mal damit an, auch wenn es vielleicht mein Verderben ist, man kann hier immer noch sofort neu anfangen. Körbchen mit dir. Ich glaube, in Wirklichkeit würde sowas gar nicht funktionieren, weil die sofort checken würden, dass das immer nur Steine sind. So, wo genau hat das was geöffnet? Nein. Okay. Ich schätze, die Tür wird jetzt noch nicht offen sein. Ich muss nur einen Riegel umlegen, was nett ist. Doch, die Tür ist offen. Aber ich bin nicht schnell genug. Was machen dann die gelben Dings? Hier relativ schnell aus dem Wasser raus. Damit ich das hier machen kann. Dorthin? Jetzt gleich wieder raus. Leise weitermachen. So, die gehen jetzt beide dahin. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Es erschien einfach passend. Da von einer anderen Richtung gerade strahlen? Ist jetzt das Wasser weg? Oh, das Wasser ist weg. Super praktisch. Standhaft. Oder so. Es ist ein Labyrinth, wo jeder Schritt tödlich sein kann und man nicht viel sieht. So, weil ich das Gefühl habe, dass da gerade einer von denen... Okay. Direkt in meinem Zielbereich war. Fliegen sind unsere Freunde, sie sagen uns, wo Dinge sind.
Das Labyrinth ist eigentlich nur eine Spirale. Das ist gar nicht mal irgendwie besonders... Das ist gar nicht sehr labyrinthhaft. So. So, praktisch, weil so können wir den ein bisschen wegtun und können ein bisschen mehr sehen an Zeug. So. So, stellt euch vor, das wäre jetzt nicht genau um 45 Grad gedreht. Weil ich hier mit Pfeiltasten steuere. Sondern nur um 30 Grad. Man muss immer nachjustieren. Na, so zum Beispiel. Das wäre ein bisschen scheiße. Puh. Boah. Umgedreht. Der Bus ist das gleiche, nur umgedreht. Okay. Das ist übrigens die niederländische Flagge. Ernsthaft. Aha, okay. Jetzt rennen wir einfach mal durch Udo. Und das Wasser ist plötzlich der Gegner. Warum? Ach, heißt das auch, dass vielleicht das Ziel gar nicht das Ziel ist, sondern der Anfang? Nee. Also das kann es jetzt echt nicht sein. Hey! Eindringling. Oh, oh je. Ich wollte sagen, ich ahne was. Ich weiß nicht, was ich ahne. Ich ahne zumindest mal nichts Gutes. Okay. Mal weg. So, ein paar Steine hinschmeißen. Wir haben ja ewig viele von denen. So, ein bisschen weiter schleichen. Das Gute ist, die rennen echt nur an den Ort, wo sie einen das letzte Mal gehört haben. Die suchen nicht weiter rum. Hoppla, ups. Das hätte schlimm enden können. Weil es bedeutet, dass man sich echt relativ gut ablenken kann. Oh yeah. Das sollte dahin gehen am besten. Und jetzt dahin. Klappt das? Das klappt. Und jetzt will ich ihn da hinten haben. Nein, nicht dahin. Weil das ist der Weg. Und der Weg ist das Ziel. Muss ich anscheinend wieder zum Anfang zurück. Da habe ich zumindest gesehen, dass sich was geöffnet hat. Es war nicht gut, die Gegner alle hinter mich zu bringen. So, komm schon, eine von diesen Wellen muss den doch irgendwie treffen jetzt.
So. Irgendwie fängt man an, still zu werden bei dem Spiel, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen. So zum Beispiel. So. Okay. Hui. Desolat, sag ich einfach mal. Oh. Oh. Na, hier geht viel ab. Sieht ein bisschen aus wie ein Feuerwerk, wenn es nicht alles so weiß wäre, sondern mehr bunten Farben. Ist es ja einfach nur ein Rätselraten, wo man hin muss? Oh, da hinten war Wasser. Okay, einfach nur ein Blob Wasser. Aber ich kann kurz reinspringen. Sagt uns aber auch nicht viel aus über die Umgebung. Sagt auch nicht viel über die Umgebung aus. Ich möchte sagen, wenigstens verfolgt uns nichts, aber ich habe Angst, dass uns gleich etwas verfolgen wird. Okay, und hier ist einfach die Wand. La 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 la, ich mag Spaziergänge im Dunkeln. Okay, hier ist jetzt überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist der Ausgang gar nicht mal irgendwie an der Wand, sondern irgendwo in der Mitte des Raumes. Wahrscheinlich, wenn ich ganz zu Beginn nicht nach rechts unten, sondern nach links oben gegangen wäre. Ah, hier. Da. Ich weiß aber auch keine Schwierigkeit dran. Verloren. Okay. Oder verlaufen. Vielleicht verläuft man sich hier auch in diesem Level. Hm. Also, was auf jeden Fall stimmt, ist, wen auch immer wir hier spielen, er hat ziemlich gute Ohren. Dass es sich das alles so für mich herstellen kann. Herstellen kann. Oh, nämlich vorstellen kann. Das könnte ich zumindest nicht. Vor allen Dingen schön, dass es sich das Ganze räumlich vorstellen kann mit den Schallwellen, bevor die Schallwellen überhaupt wieder zu ihm zurückkommen. Das ist ja auch nicht so richtig gegeben. Normalerweise. Jetzt ist mal ein richtiges Labyrinth. Oh, nee. Okay. So kann man es auch machen. Die Dinger können durch Wände gehen. Das ist gemein. Das kann ich nicht. Ach.
Ausfall irgendwie klar war. So, das wollte ich nicht, aber ich hatte die Leertaste schon gedrückt. Weiter in die Richtung. Also hier ist zumindest Wasser. Ein steter Tropfen, der den Stein hüllt. Damit hat dieser Ort zumindest schon mal etwas, was die restlichen Orte davor nicht hatten. Na. Das ist aber so ein bisschen auch das Problem, wenn man an der falschen Stelle steht, während man, beziehungsweise ist nicht nur kein Problem, und bisschen kann auch sehr von Vorteil sein, um jemanden auszuweichen. Wenn man an der richtigen Stelle steht, während man Geräusche macht, dann kommen die, kann man das relativ gut lenken, wo die Geräusche hin sollen. Ach. Böse enden können. Hat es aber nicht. Und haben jetzt eine Idee, wo der Ausgang ist. Die Frage ist die, gibt es immer nur einen Ausgang pro Level? Weil vielleicht gibt es auch mehrere und der hier ist zum Beispiel gar nicht zugänglich und soll einen nur verarschen. Indem er so tut, als wäre er zugänglich. Oder vielleicht gibt es einen Knopf irgendwo, den man betätigen muss. Und dann kommt man weiter. Hier rein? Ja! Super. Der Apparat. Oh, das klingt interessant. Hoppla. Da wurde ich irgendwo hingeschubst. Man kann jetzt so ungefähr sehen, wie die Wand sich verschiebt. Okay. Man kann auch fühlen, wie sich die Wand verschiebt. Schon sagen, immerhin wird man hier nicht irgendwo verfolgt, aber ich habe das Gefühl, man hat ganz andere Probleme, mit denen man zurechtkommen muss. Und das ist auch nicht so einfach. So, man kann jetzt nur eins von den Sachen öffnen, oder was? Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Öffnen ist oder auch ein Aktivieren. Kann sein, dass jetzt irgendwo dafür was schief steht, statt sich zu bewegen.
oder sowas. Getan? Aha. Es bewegt sich alles. Wenigstens werde ich nicht zerdrückt. Aber ich komme auch nicht weiter. Nein, nein. Wie ist es mit dem... Der Bereich ist nicht tabu, oder? Oder? Nee, das ging jetzt sogar. Es hat mir nur überhaupt nichts gebracht. Bringt es mir überhaupt irgendwas, hier etwas zu machen? Okay, das war knapp. Da wiederum stellt sich mir die Frage, weil hier ist auch anscheinend so ein Dings, ob das dass da rechts der einzige Bereich in dem Level ist, der sich gerade bewegt. Oder? Und ob es nicht jetzt vielleicht irgendwas anderes ist, was sich bewegt. Oder oh, ich sag nicht, dass ich irgendwie... Ja. Und da oben ist der... Wieso habe ich da oben gerade das Ziel gesehen? Man musste so starten und stoppen, dass der Weg frei wird. Ui. Okay.